Hallo und herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich bei jedem Sternzeichen kurz nachgucken, was in den nächsten 24 Stunden kommen wird. Schauen wir mal, was hier ja zum Wochenstart für die einzelnen Sternzeichen ansteht. Ich beginne mit Wieder. Okay. Schauen wir. Für Wieder bitte. In den nächsten 24. Nee, ist ein Unfall. Alles gut. So, schauen wir mal. Ja. Wieder in den nächsten 24 Stunden habe ich hier Page der Münzen. Gut, deine Perspektive verändert sich und dadurch auch deine Realität. Kennst du das, wenn du so Menschen siehst, denen es besser geht als der Durchschnitt, aber wegen ihrem Pessimismus sie das Gefühl haben, dass sie ein Scheißleben haben. Und dann gibt es Menschen, die oder im Vergleich zu anderen kein so gutes Leben führen. Die haben eigentlich ziemlich Probleme und ja, Mangel an Ressourcen, aber wegen ihrem Mindset, ja, oder denken eben diese Leute, dass sie ein super Leben führen. Ja, also ich denke, also bin ich, ja. Morgen wieder zum Wochenstart siehst du vor allem Möglichkeiten, du siehst Chancen, du siehst Lösungen, du siehst Ideen, Projekte, die du eingehen möchtest, ja, oder es ist ja auch so der Blick auf Probleme. Ich sehe hier schon, dass du Probleme hast, aber du hast da so einen opportunistischen Blick drauf. Ich habe ein solches Problem, also werde ich auf diese Weise davon profitieren. Ist in den nächsten 24 Stunden hier. Stier, in den nächsten 24 Stunden habe ich hier Ritter der Münzen, das ist die Page der Münzen, Ritter der Münzen. Ich denke, du wirst in den nächsten 24 Stunden sehr beeindruckt sein von der Arbeitsweise von jemandem. Jemand arbeitet echt gut und du siehst das und du wirst ziemlich beeindruckt sein. Also wird dich auch inspirieren. Naja, wird dich auch dazu inspirieren, deine Arbeit noch weiter zu perfektionieren. Okay. Zwillinge, der Teufel hier. Es könnte da plötzlich eine Verpflichtung aufpoppen hier. Es könnte etwas Staatliches sein, irgendetwas, das du einzahlen musst, irgendeine Buße, die noch aussteht, irgendeine Rechnung, die noch bezahlt werden muss. Also unerwartet kommt hier zum Wochenanfang plötzlich eine Kette, von der du dich noch nicht gelöst hast. Ist eine Tageskarte, ist nur heute. Also es ist ein Brief, eine Rechnung oder so. Okay, es wird bei den wenigsten eine Person sein, die da sagt, ah, du hast mir versprochen, Zeit mit mir zu verbringen, also musst du diesen Montag Zeit mit mir verbringen. Eher nicht. Ich habe da eher das Gefühl, dass es hier um eine finanzielle Verpflichtung geht, eine finanzielle Schuld geht, die du für abgeschlossen hielst und jetzt hier in den nächsten 24 Stunden poppt das wieder auf. Okay, Krebs in den nächsten 24 Stunden, Königin der Schwerter hier, du triffst eine Entscheidung. Du triffst eine Entscheidung und von der gibt es kein Zurück mehr. Es ist eine Entscheidung in Bezug auf dein Liebesleben. Jemand muss definitiv aus deinem Leben verschwinden. Es ist vorbei, es ist fertig, das ist in deinem Kopf ist das weg. Das ist weg. Wir haben hier Schmetterlinge auf deinem Thron, hier auf deiner Krone haben wir auch Schmetterlinge. Wenn die Raupe mal ein Schmetterling geworden ist, kann es nicht wieder Raupe werden. Also diese Entscheidung, die du da triffst in Bezug auf jemanden, ist irreversibel. Es wird kein Zurück mehr geben. Also du blickst dann irgendwann so in 50 Jahren, blickst du so zurück und denkst so, jawohl, da am 19.02., ja, da habe ich diesen Menschen aus meinem Leben rausgekickt und seither dann nie wieder gesehen oder gehört oder geschrieben oder sonst was. Okay, das ist dann wirklich der ultimative Schnitt hier. Löwe, Königin der Münzen hier. Ich habe den Eindruck, dass du unzufrieden bist mit deinem Haushalt. Du bist unzufrieden damit, wie du findest dein Haushalt unordentlich. Du möchtest deinen Haushalt ordentlicher gestalten. Warst nicht du diejenige, die letzthin den Kühlschrank sortiert hat? Hat sogar jemand bei den Kommentaren dann bestätigt. Warst du das? Also
Nein, chaotisch, oder wenn dein Kühlschrank chaotisch ist, das ist, oder das ist nur ein kleiner Teil. Also, es gibt da andere Dinge, die du da vermeidest in deinem Haushalt. Ich glaube, du musst ein paar liebgewonnene Dinge wegwerfen oder so. Ja? Also endlich mal da dies umgestalten, jenes umgestalten, da diesen Tisch endlich mal darüber bringen. Um das solltest du dich kümmern, falls du weniger Chaos in deinem Zuhause haben möchtest. Okay? Moment bitte, da ist irgendetwas. Ah, irgendetwas ist da. Ich habe den Eindruck, dass hier, ich will dir jetzt keine Angst machen, aber irgendjemand versteckt sich hier in diesem Bild. Irgendjemand versteckt sich hier in diesem Bild. Moment. Was ist da los? Königin der Stäbe. König der Stäbe. König der Schwerter. Mit wem hattest du richtig heißen Sex? Richtig heiß. Außerordentlich heiß. Dieser Mensch überlegt sich momentan eine Strategie in Bezug auf dich. Ihr hattet Sex. Falls du Jungfrau bist, dann ist das jetzt natürlich nicht für dich. Ja? Das ist ein Kollektiv, für das ich hier lege. Also das ist eine Person, mit der du richtig heißen Sex hattest. Hier mit König der Schwerter überlegt dieser Mensch momentan eine Strategie. Strategie wofür? 9 der Kelche. Hoppala. 3 der Münzen. Okay. Du bist eine Person, an der du nicht interessiert bist. 8 der Kelche zeigt sich mir jetzt zum zweiten Mal. 9 der Kelche, 3 der Münzen, dieser heiße Sexpartner da, ja, ist an einer ernsten Beziehung mit dir interessiert, aber du bist gar nicht interessiert. Überlegt sich, wie er sie da einen Weg zu dir finden kann. Also du findest, dass dieser Mensch gar nicht Heiratsmaterial ist. Boyfriend, Girlfriend Material, ja, gar nicht. Es war für dich nur das und ja, einfach zur Information. Versteckt sich hier, kann sein, dass er sie dich beobachtet, gell? Physisch. Ah, ja. Ja. Mach die Vorhänge zu. Jungfrau! 6 der Kelche hier. Vermisst hier jemanden aus deiner Vergangenheit? Okay, ich muss jetzt hier etwas Hartes sagen. Ich habe auch Menschen, ja, die verstorben sind. Ja, war traurig, aber es gibt halt auch Realitäten, die man beachten muss. Okay, das wird dir helfen, was ich jetzt sage. Das wird dir helfen. Du vermisst hier eine Person. Bei einigen ist es eine verstorbene Person, okay? Und du vermisst diesen Menschen sehr, okay? Da ist eine sehr große Sehnsucht in Bezug auf eine verstorbene Person. Sechs der Kelche, oder? Wir haben hier bei 6 der Kelche eine erwachsene Person, die die Szene verlässt, okay? Wer auch immer diese Person ist, die du da vermisst, die Figur, die du da im Kopf hast, die war schon lange vorbei, während dieser Mensch noch am Leben war, war das schon lange vorbei. Wie wenn du die Kindheit mit jemandem verbracht hättest und dann ab dem 15., 16. Lebensjahr hat sich dieser Mensch sehr zum Negativen verändert, ihr habt euch gar nicht mehr verstanden und dann ist irgendwann dieser Mensch verstorben und nun sitzt du da und vermisst eure Kindheit. Ja, die Person, die du als Kind gekannt hast. Also das war sowieso nicht mehr da, okay? Und auch in Bezug auf die Liebe, du vermisst das, was du mit diesem Menschen entweder ganz am Anfang hattest oder das, was hätte sein können. Ja? Das, was dieser Mensch tatsächlich war dir gegenüber, eigentlich war ja dieser Mensch anders zu dir, war nicht so, wie du es dir vorstellst oder so, wie es hätte sein können. Also, ja, du vermisst hier eine Illusion. Okay, ja, das ist es. Du vermisst hier in den nächsten 24 Stunden eine Illusion. Das mag jetzt hart klingen, auch wenn ich diese verstorbene Person jetzt wieder zum Leben erwecken würde. Das wäre gar nicht die Person, die du vermisst, sondern aus eurer Kindheit oder so. So, ja, ganz von früher. Okay. Jungfrau, Waage in den nächsten 24 Stunden hier, Ritter der Kelche, du entdeckst ein neues Interesse, das du dann länger verfolgen möchtest. Ja,
da kommt irgendein Thema auf, wo du dir so denkst, hey, das könnte ein Thema sein bei mir, oder? Oder Heimdekoration, oh, das macht ja Spaß. Oder Gärtnern, na, jetzt fängt dann bald ja diese Arbeit an. Jetzt macht dir richtig Spaß, Gärtnern. Ich glaube, ich werde mich da vertiefen. Ja? Oder hörst da irgendeine Sprache und denkst, wow, oder? Das ist eine spannende Sprache. Ja? Und ich glaube, ich will das lernen. Also irgendetwas wird hier dein Herz zum Hüpfen bringen, ja, und du wirst hier Langzeitpotenzial sehen. Ja? Dich bei diesem Thema vertiefen wollen. Skorpion in den nächsten 24 Stunden, 10 der Stäbe hier, alle Hände voll zu tun. Alle Hände voll zu tun. Ich würde dir jetzt gerne Tipps und Tricks geben, aber 10 der Stäbe, ich meine, ist eine Tageslegung. Am Dienstag schon wirst du dieses Gefühl wieder los. Bei 10 der Stäbe geht es eher darum, dass man unnötige Dinge auf der To-Do-Liste hat, um die nötigen To-Dos ignorieren zu können. Ja. Um die nötigen Aufgaben zu meiden, geht man lauter unnötigen Aufgaben nach mit 10 der Stäbe. Und das ist hier auch bei dir am Montag der Fall. Schütze, 5 der Schwerter hier. Denkst hier zurück an eine Situation, kannst diesen Ärger nicht runterschlucken. Überlegst dir, was du hätte ich doch dieses gesagt, jenes gesagt. Wow, dieser Satz ist perfekt. Oder das hätte ich diesem Menschen da sagen müssen in diesem Moment. Also ziemlich viel Groll hier gegenüber einem Menschen sehe ich hier. Kommt hier wieder hoch in den nächsten 24 Stunden. Ja, da wirst du dich, oder es von außen passiert da nichts, aber du selbst, du ärgerst dich. Okay. Ärgerst dich auch darüber, dass du in diesem Moment nicht die richtigen Worte gefunden hast. Steinbock in den nächsten 24 Stunden hier. Kraftkarte habe ich hier liegen. Wellness ist ein Thema. Massage ist ein Thema. Die einen Hund haben oder eine Katze haben, Echse sehe ich auch, okay. Ihr werdet euer Haustier besonders gut unter Kontrolle haben am Montag. Ja, du gibst Befehle und das Tier folgt. Ohne Widerstand. Also da, oder du hast da sehr gut so deine Tierführungsrolle, da hast du sehr gut in den nächsten 24 Stunden. Mit der Kraftkarte habe ich auch den Eindruck, dass hier eben Wellness, Verschönerung, du machst irgendetwas zur Verschönerung, du wirst dann schöner aussehen am Dienstag. Peelst du dir die Haut und leerst endlich diese Poren, ist es das so? Das macht sehr viel aus. Das macht sehr viel aus. Saubere Poren macht sehr viel aus. Da ist irgendeine Verschönerung. Keine krasse Veränderung. Es geht darum, zu verschönern, zu optimieren. Augenbrauen oder so? Lässt du dir die Augenbrauen machen morgen? Aber eben anpassen, gell? Nicht alles weg und dann neue Braue. Es ist nicht so extrem, sondern Verschönerung von dem, was du hast. Okay, okay. Wassermann in den nächsten 24 Stunden hier, König der Stäbe. Jemand wird hier versuchen, dich an sich zu erinnern. Ja, hey, Wassermann, mich gibt's auch noch, wird hier jemand sagen in den nächsten 24 Stunden. Du könntest hier irgendeine belanglose Nachricht sehen. Ja, eine passive Kontaktaufnahme. Also es ist keine direkte Kontaktaufnahme, sondern passiv. Das ist nicht einfach so Zufall, dass du es in diesem Moment siehst, Wassermann. Dieser Mensch möchte, dass du siehst, dass er, sie, ist in den meisten Fällen ein er hier, noch lebt. Ja, ist spitz auf dich. Okay. Fische in den nächsten 24 Stunden hier, die Herrscherin. Du wirst hier in den nächsten 24 Stunden so diese Hülle und Fülle in dir spüren. Ich hatte das letzthin bei Steinbock, glaube ich, erklärt. Es gibt da einen gewissen Punkt, den man erreichen kann, wenn man vor Ideen strotzt, vor Tatendrang strotzt, wenn man diese Fülle hat, ja, dann kommt man, Fische, an einen Punkt, wo man sagt, hey, warte mal, mir kann ja gar nichts passieren, man könnte mir heute alles wegnehmen und ich könnte nächste Woche schon wieder alles wieder aufbauen. Weil es ist ja, das ist ja dein Reichtum, dass du da, oder wie ein Alchemist, genau, das geht zwar bei Steinbock, dass du da wie ein Alchemist aus allem Gold machen kannst. Und dieses Verständnis kommt hier in den nächsten 24 Stunden. Ja, so dieses, eigentlich ist es egal, was ich tue, solange ich es mit dieser Einstellung hier mache, die Herrscherin, ja, mit dieser Hülle und Fülle, die aus mir herauskommt, ja, diesem Geben aus mir heraus,
kann ich alles schaffen. Okay? Mutterthemen sind hier auch ziemlich im Vordergrund, ja, auf positive Art und Weise. Also entweder bist du als Mutter besonders freundlich in den nächsten 24 Stunden oder erlebst deine Mutter sehr nett. Oder sonst deine Mutterfigur. Okay? Wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.